Schnee und Eis zum Abendessen. Die Lawine drückt Fenster und Türen des Hotelrestaurants ein. Auch draußen herrscht Chaos. Autos liegen auf dem Dach, mindestens 3 Menschen werden verletzt. Mit bis zu 4 Metern erreichen die Neuschneemengen in den Alpen inzwischen extreme Werte. Immer wieder gehen Lawinen ab, wie hier in der Nähe des österreichischen Skiorts Ischgl. Straßen müssen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Wir fahren seit 20 Jahren her und sowas haben wir noch nicht erlebt. Wetter kann man es schnell aussuchen. Dass so plötzlich so viel kam, das konnte man vorher nicht absehen. Diese Urlauber im österreichischen Obertauern haben aber noch Glück. Ein kurzes Zeitfenster ermöglicht ihnen, im Konvoi den Rückweg über die verschneiten Pässe anzutreten. Doch die Gefahr bleibt groß. Mindestens 7 Menschen sind allein in Österreich seit dem Wochenende im Schnee ums Leben gekommen. Die größten Schneemengen liegen nördlich des Alpenhauptkamms, der karierte Bereich auf der Karte. Dort ist auch die Lawinengefahr am höchsten. Mit Hubschraubern versucht derweil das österreichische Bundesheer, den Schnee von den Bäumen zu blasen. So soll verhindert werden, dass die durch die Schneelast umknicken und auf die Straßen stürzen. Und auch die österreichische Bundesbahn kommt mit der Räumung der verschneiten Strecken kaum noch hinterher. Nur mit Hilfe von Schneepflugzügen, wie hier in Tirol, kann der Betrieb noch aufrechterhalten werden. Die Streckengleise und die Bahnhofsgleise müssen geräumt werden, dass wir einen sicheren Bahnbetrieb gewährleisten können. Und auch die Tourismusbranche stöhnt unter dem Schnee. So ist bei der österreichischen Wirtschaftskammer bereits von einem Minus von 50% bei kurzfristigen Buchungsanfragen die Rede.